Es ist eine faszinierende Wissenschaft. Ist das nicht eine faszinierende Zeit, um im Dürrwald zu leben? Einem Ort, an dem die Forschung nicht kontrolliert wird? Ja, nur du wirst kontrolliert, beziehungsweise aufgeknüpft. Ich liebte die Valianischen Republiken aus vielen Gründen, aber ich fürchte, ihre Unbevorsichtigkeit in letzter Zeit wird sie ins Hintertreffen geraten lassen. Ja, die Valianischen Republiken klingen wirklich so, als ob sie ein bisschen moderner wären als der Dürrwald. Oder sogar als das Edirreich. Aber jedem das Seine, hä? Ich habe noch andere Fragen. Of course, dear. Natürlich, Schätzchen. Na, leb wohl. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Auf Wiedersehen, Schätzchen. Das war ein schöner Besuch. Kaldara schließt ihre Augen, worauf ihr Kopf nach vorn über den Geigenstrick sinkt und deine Umgebung scheint sich von einem unbekannten Wartort wieder in deine Wahrnehmung einzublenden. Eri hat Schmelztiegel der Seele erhalten. Alof sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. Bist du in Ordnung? Gerade noch schienst du verloren zu sein. Ich bin ein Wächter. Ja, mir geht es gut. Das passiert oft. Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Ich bin ein Wächter. Seine hochgezogenen Augenbrauen ziehen sich unter seine Kapuze zurück. Nun gut, das ist interessant. Er grinst dich schlitzohrig an. Das hat vermutlich etwas mit dem verhüllten Gestein in den Ruinen zu tun, was? Auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammenreisen, ist es wahrscheinlich weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Weißt du etwas über die Wächter? Nur, dass es nur wenige gibt und dass sie einzigartige Einsichten in bestimmte Seelenzustände haben. Er hustet. So wie du es gerade unter Beweis gestellt hast. Dann lass uns fortfahren. I'm here. 17 and a half. Ja, yes. Edo. Also erstmal haben wir Vision von Geflüster abgeschlossen. Ich kenne jetzt die Bezeichnung dafür, was ich geworden bin. Ein Wächter. Wenn ich mehr über dieses Leiden erfahren will, muss ich wohl einen Mann namens Meerwald in der alten Burg Ketnur aufsuchen. Ja, den Rest kennen wir ja. Der alte Wächter. Der Geist von Kadara de Baranzi, eines von Fürst Redricks unglückseligen Opfern, habe ich nach Ketnur geschickt, wo ich einen Mann namens Meerwald finden werde. Kadara hat mir gesagt, dass ich zu etwas geworden bin, das man einen Wächter nennt und dass dieser Meerwald ebenfalls ein Wächter ist. Vielleicht kann er mir mehr darüber sagen, was mit mir vorgeht. Ketnur befindet sich südöstlich von Goldtal hinter den Schwarzauen. Wenn ich mit Meerwald sprechen möchte, muss ich dorthin reisen. Gut, was ist mit dir, Edda? Der Geruch vom Pfeifenrauch, gleichzeitig erdig und süß, schlängelt sich in deine Nase. Deine Augen verfolgen den Rauch zu seinem Ursprung zurück, einem breiten Mann mit strohfarbenen Haaren, der an eine moosbewachsene Felswand gelehnt ist und eine Pfeife in seiner dicken Hand hält. Er blickt dir direkt in die Augen, sein Blick ist jedoch nicht aggressiv. Er mustert dich mit einem eigenartigen Grinsen. 17,5 könnten auch 18 sein, je nachdem, wie man die Zwergenfrau zählt. Wie bitte? The dwarf woman. You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta. Die Zwergenfrau. Du hast dir überlegt, ob man sie als ganze Person zählen soll oder nicht? Ich finde, das solltest du schon. Von was redest du da? People hanging from the tree. 18 of them. Well, last I counted anyway. Die Leute, die am Baum hängen, 18 an der Zahl, wenigstens bei meiner letzten Zählung. Adolf runzelt die Stirn. Macht ihr das hier, um euch zu amüsieren? Name's Adair. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. Er streckt seine Hand aus. Ich heiße Edda. Wenn es nach den Leuten hier ginge, könnte es auch 19 sein. Er betrachtet dich von Kopf bis Fuß und zieht eine Gebrasse. Glaube nicht, dass ich dich höher als 22 hängen würde. Maximal 23. Er schneidet mit der Zunge. Du siehst nach der Sorte aus, die sich gerne einmischt. Was lässt dich denken, dass ich an der Zwergenfrau Interesse hatte? Er betrachtet dich einen Augenblick lang mit hochgezogenen Augenbrauen. Sein Grinsen wird breiter. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a Radric at first. Ich rauchte hier drüben und sah, wie du sie anstarrtest.
Zweimal habe ich meine Pfeife nachgestopft, aber währenddessen hast du nicht mal geblinzelt. Dein Mund stand so weit auf, dass ich dich anfangs für einen Redrick hielt. Weißt du, was ein Wächter ist? Careful, friend. Let's not use that word round here. Could be any number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Same thing in the eyes of folks around here, Radric especially. They come to these parts all the time with their cures, preying on the desperate. None of them are who they claim to be. Seine Augen schießen in mehrere Richtungen, er lehnt sich näher zu dir herüber. Vorsicht, Freund, dieses Wort solltest du hier besser nicht benutzen, denn hier wimmelt es förmlich von Radrics Stiefelleckern. Medien, Beseeler, Wächter. Für die Leute ist das alles dasselbe. Vor allem für Radric. Sie kommen ständig mit ihren Heilmitteln in diese Gegend und haben es auf die Verzweifelten abgesehen. Keiner von ihnen ist wirklich der, der vorgibt zu sein. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. Nachdem ich dich mit diesem komischen Blick gesehen habe, bin ich schon fast geneigt zu glauben, dass du mit dieser Zwergenfrau tatsächlich etwas hattest. Wie auch immer, vielleicht bin ich doch nicht 19. Nichts für ungut. Du denkst, dass du gehängt werden wirst? The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. Used to be my captain during the war. Dieses Dorf hat es schon seit langem auf mich abgesehen. Der einzige Kerl, der sich für mich eingesetzt hat, naja, er ist Nummer 18 da oben. Mein Vorarbeiter auf der Farm während des Krieges war mein Hauptmann. Im Krieg? Krieg des Heiligen. Nur einer in meinem Leben. Dieser Kerl beschließt, die Leben der Inkarnation von Eotas zu sein, stürzt Viserys, marschiert auf den Dürrwald, also begrüßen wir ihn auf die dürrwäldische Art. Was ist eine dürrwäldische Begrüßung? Jagt ihn in die Luft. Er lächelt, als er das sagt, aber es ist ein Lächeln von jemandem, der einen Witz nicht aus Spaß erzählt, sondern um einen Effekt zu erzielen. Wer ist Eotas? Der Gott der Wiedergeburt und der Erlösung. Früher zumindest. Vielleicht haben sie da, wo du herkommst, einen anderen Namen für ihn. Ich hatte andere Fragen. Oh, ich habe Zeit. Warum wurde dein Vorarbeiter gehängt? Habe mich eingemischt. Radric schickte vor ein paar Tagen Männer hierher. Sie sagten, sie wüssten aus glaubwürdiger Quelle, dass jemand im Dorf mit Colts arbeitet und eine Verschwörung zu Radrics Sturz plante. Sie sagten, wenn der Schuldige nicht hier und jetzt vortrete, würden sie alle von uns aufhängen. Jemand trat vor, also tat es Wiffin. Das war mein Vorarbeiter und sagte, er wäre es gewesen. Sie haben ihn beim Wort genommen. Er seufzte und schüttelte den Kopf, den Blick starr auf den Baum gerichtet. Das musste früher oder später passieren. Wenn ich für eine Verschwörung gegen Radric, dann für meinen Schutz. Was hat das Dorf denn gegen dich? Pick the wrong god. That's what it comes down to. Used to be a lot of Vaethys worshippers in Gilded Vale. That mess of rocks over there, that was a temple to him, to give you some idea. Er zuckt mit den Achseln. Hat sich den falschen Gott ausgesucht, darauf läuft es doch hinaus. In Goldtal gab es viele Anhänger Eotas. Dieser Haufen Felsbrocken da drüben war früher mal ein Eotas-Tempel. Nur damit du dir eine Vorstellung machen kannst. One day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us believed it. No way was that Aethys. He enlisted, then I did too. But, he didn't make it back. Dann tauchte eines Tages jemand namens Weidwind auf der Türschwelle des Dürrwalds auf. Das lebende Fleisch Eotas sei er, hieß es. Dass er eine Armee mitgebracht hätte, sagte er. Und auf einmal war Eotas hierzulande nicht mehr so beliebt. Das kann man sich vorstellen, wenn ein Verrückter, der behauptet, ein Gott zu sein, einen riesigen Krieg anfängt. Weder mein Bruder Woden noch ich glaubten das. Das konnte unmöglich Eotas sein. Er meldete sich zu den Waffen und ich folgte ihm, aber er kam nicht mehr zurück. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly, especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. And I wasn't so safe anymore.
until my headman stepped in and said they'd have to hang him to get to me. Nach dem Krieg begannen die Leute, die Anhänger Eotas zu bestrafen und sie des Verrats zu beschuldigen. Besonders nachdem das Vermächtnis begonnen hatte, wurde es wirklich hässlich. Die Leute brauchten einfach einen Sündenbock. Mir passierte nichts, weil ich gekämpft hatte, aber dann wurde dieses Gerücht verbreitet, dass mein Bruder auf der falschen Seite stand. Dann war ich auf einmal nicht mehr sicher, nicht bis mein Vorarbeiter einschritt und sagte, sie müssten ihn schon hängen, um an mich heranzukommen. Seems that's no longer a concern. Of course, the townies don't do the hanging these days, but when Radric's men come, they got no problem doing the pointing. Er schaut den Baum hoch und seine Augen verfolgen einen der schaukelnden Körper. Anscheinend ist das jetzt nicht mehr vom Belang. Die Dörfler legen beim Hängen heutzutage natürlich nicht mehr selbst Hand an, aber wenn Radric's Männer kommen, dann haben sie kein Problem mit ihren Fingern zu deuten. Adolf blickt dich an und senkt die Stimme. Du verstehst, warum ich weg wollte? Ja, verstehe ich sehr gut. Wer ist Kolz? Jemand, der der ganzen Hängerei überdrüssig würde. Jetzt ist er auf der Flucht, wahrscheinlich bis sie ihn schnappen. Also ein Rebell. Oder ein Freiheitskämpfer, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wenn du als nächster gehängt werden sollst, was machst du dann noch hier? Er deutet ein halbes Lächeln an. Hauptsächlich trinken. Eigentlich stehe ich kurz vor dem Aufbruch, ich weiß nur nicht wohin. Dort draußen gibt es nicht viele Orte, wo man nicht denkt, dass Whitewinds Vermächtnis mit Whitewind begann. Du könntest nach Westeros reisen, du könntest in die Valianischen Republiken reisen. Also erstmal nach Putzburg und von da aus weitersehen. Aber vielleicht solltest du mit mir zusammen mitreisen. Wohin führt dein Weg? Zu einem Ort namens Khet Nuar. Dort befindet sich ein alter Wächter, der in der Lage sein könnte, mir zu helfen. Ich erinnere mich an etwas über das Jahre her. Er hat diesen Ort getamt. Menschen würden ihn für alle Arten von Dingen suchen. Troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say Watcher with a hush on your breath. Ich glaube, ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren so etwas gehört zu haben. Er hat diesen Ort gezähmt, die Leute suchten wegen allerlei Dinge Rat bei ihm. Dinge, die auf der Seele lasten, Fragen für die Verstorbenen. Das war natürlich noch zu den Zeiten, in denen man das Wort Wächter noch laut aussprechen konnte. Man such as that, there'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before. Etwas entzündet sich in Eddas Augen und die Kraft der Entschlossenheit findet ihren Weg in seine Stimme. Ein solchen Mann, es gäbe Dinge, die ich ihm fragen wollen würde. Ich weiß auch nicht, warum ich niemals daran gedacht hatte. Er kratzt sich geistesabwesend mit seinem schwelligen Daumen am Bart. Weiß nicht, was ich davon halten soll, mit einer Fremden aufzubrechen. Noch dazu mit einer so seltsam. Aber ehrlich gesagt, könntest du die Einzige sein, die nicht eine Art von Erleichterung spürt, wenn ich an diesem Baum dort baumeln würde. Ein wirklich guter Grund. Alright then. Guess I'll do some sightseeing. Long as you're not the one picking the sights. Er zuckt mit den Achseln. Na gut, dann schaue ich mir halt ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an. Er wirft einen kurzen Blick auf den Baum. Solange du nicht die Sehenswürdigkeiten auswählst. Er neigt seinen Kopf nach vorne und schaut dich direkt an. Dann lass uns losziehen. So, Fragmente des zertrümmerten Glaubens. Unsere erste Gefährtenquest. Edda hat zugestimmt, mit mir zu reisen. Er schien einige Fragen zu haben, vor denen er meint, ein Wächter könnte sie vielleicht beantworten. Nachdem ich Edda erzählt hatte, dass ich unterwegs nach Khet Nuar sei, um dort den hiesigen Fürsten aufzusuchen, einen alten Wächter namens Meerwald, erwiderte er, dass auch er Meerwald gerne einige Dinge fragen würde. Ja, das hat sich hier dran nichts geändert. Wir machen jetzt mal das Level Up bei Edda. So. Edda gebe ich hauptsächlich Athletik und Überleben. Mechanik braucht nämlich nur einer und das ist am besten der Hauptcharakter. Wissen brauchen eher unsere Magiebegabten, damit sie Schriftrollen benutzen können, beziehungsweise unsere Magiebegabten und unsere Sänger, Medien und so weiter. Ja, Heimlichkeit könnte irgendwann mal noch vom Vorteil werden. So, offensiv kriegt er jetzt den Soldaten. Nein. Edelmann war's. Nee, den Ritter. Denn da ist das Schwert mit drin. Auch wenn Edda einen Säbel trägt, da ich ihn jetzt in diesem Let's Play von Anfang an selber skillen darf, will ich ihn gerne auf Schwert skillen. Weil ich finde, es gibt bessere Schwerter als Säbel. Es gibt vor allem coole Schwerter. Deswegen nehme ich Schwerpunkt Ritter.
dass er mit Schwertern besser treffen kann. So, dann hier die Punkte rein. Verteidiger, zwei Feinde gebunden, minus zwei Abwehr, sicheres Zielen ist passiv. Plus 20% Mittelschaden, das wäre schon mal nicht schlecht. Das ist einmal pro Begegnung und das ist modal, erhalten Abwehr, eher selbst aber weniger Genauigkeit. Ich werde erstmal sicheres Ziel nehmen und später dann Verteidiger, damit er unser Tank wird. Am Anfang ist es nicht ganz so vorteilhaft, wenn er die ganze Zeit nur tanken tut. So, dann geben wir Edda doch gleich mal das einzige Schwert, das wir haben.